Jo Leute, ich bin's wieder, MC Arschel, und wir probieren die Rakete in diesem Part in einem stabilen Orbit, um Körpern hinzukriegen, um dann im nächsten Part in Richtung Duna zu fliegen. Ich weiß nicht, ob ich es im letzten Part gesagt hatte, auf jeden Fall habe ich meine Mondbase, da fehlt nur noch ein Modul. Und dann muss ich es halt noch ein bisschen zusammenrücken und dann passt es auch. Dann steht sie wieder. Zwar nicht genau am selben Platz, aber circa. So, ich glaube, jetzt hört man mich besser. Mein Mikro war ein bisschen weit weg. Wenn ich mich genauso anhöre wie vorhin, dann. So. Ja, mein Fraps ist gerade kurz wieder abgeschmiert. Das hat, ja, mein Fraps ist seit neuestem total geklappt. Und Festplatte ist auch noch genug Platz, also wer da denkt, es schmiert ab, weil ich keinen Platz mehr auf der Festplatte habe, der liegt falsch. Sein Fraps, dem reicht einen halben Terabyte noch Speicherplatz nicht aus. Naja. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Gerade schon wieder abgeschmiert. Also. Naja, vielleicht muss ich Fraps mal updaten. So, ich richte mich aber jetzt erstmal auf 90 Grad aus. So. 90 Grad. Vielleicht ist es ja dann besser. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Oh, da hackt's ganz schön mal zwischendurch und dann. Ach, das ist doch bekloppt. Fraps will wieder nur verarschen. So ein Müll hier. Naja. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen an meiner Rakete verändert. Zwar werde ich das gleich aufziehen, sobald ich hier die abgesprengt habe. Dann muss ich hier noch ein bisschen aufschrotteln. So, das sollte reichen. Und zwar habe ich vier Thermofühlen rangebaut, acht Lampen, Fallschirme. Dann zwei Solarpanels. Hier unten nochmal Engines, die uns dann, wenn diese leer ist, nochmal hier über hier bis in diese Ebene bringen. Die sind auch absprengbar. Das heißt, wir werden dann, der wird dann zwar das Fuel S aus diesem Tank ziehen, bevor er den leer macht, aber ich werde es dann manuell von diesen Tanks in diesen Tank zurückpumpen, dass die auf Null sind, aber den Tank ja ne, ziehen, leer ziehen. So. Huch, kurz mal ein bisschen besser ausrichten. Ja. Und dann halt, wenn die halt alle leer sind und so, wir dann in passender Höhe sind, also hier, dann werden die Engines angeworfen und die abgesprengt, damit wir nicht sinnloses Gewicht mit uns herumschleppen. So. Wie man jetzt sieht, zack, da gehen die an. Und die halten uns auch auf einem guten Level. Die nehmen jetzt hier aus diesem Tank raus. Und da pumpe ich es halt wieder zurück. Alter, da ist noch ein bisschen was drin. Dann sind die alten Tanks da drin und die werden da jetzt auch schön benutzt. Eventuell brauche ich in dieser unteren Stage doch noch ein bisschen mehr Fuel. Und
nehmen mal dazu aus der oberen Stage ein bisschen was raus. Aber es ist jetzt nur, solange ich halt auf diesen Engines mit denen arbeite. Danach geht es eigentlich. Vom Fuel. Na, dann fange ich mal jetzt an, die da noch mit rein zu pumpen. Weil die werden ja eh aus diesen Tanks gespeist. So. Das Ganze muss auch relativ schnell gehen, weil sonst ist da mit dem Gewichtsausgleich ein bisschen komische Sache. Weil auf der einen Seite ein bisschen mehr Gewicht ist, auf der anderen Seite ein bisschen weniger. Bla bla bla. So, erstmal runter throtteln. Dann auf diesen Punkt hier ausrichten. Und dann jetzt halt den Orbit schön rumformen. So, dann den Tank da noch mit rein. Und jetzt gleich noch schnell den anderen da mit rein. Auf der anderen Seite. Da war gerade fast Standbild. Also wir haben eine gute Apoapsis. Wir können sogar noch weiter runter swaddeln. So Leute, als ich gerade gequicksaved habe, ist mir das Spiel abgestürzt. Und ich werde jetzt hier hinten die Engines absprengen. Und werde jetzt die Nuklear-Engines nehmen. Halt das Menü öffnen. Und dann sollte das jetzt auch funktionieren. So, die Tanks hatte ich doch alle leer. Nein, den Tank nicht, okay. In den großen Tank bitte alles rein. So, jetzt ist da aber alles leer. Aus diesem Tank zumindest. Und wir brennen jetzt auch schön unsere Apsis und Periapsis auf einen guten, auf eine gute Zahl. Und jetzt verbrauchen wir auch nicht mehr so viel Treibstoff, denn wir haben ja die Nuklear-Engines. Und deswegen sollte das dann auch reichen. Na? So, jetzt sind wir an diesem Punkt, wo wir unsere Periapsis rausbrennen. Da kommt es auch schon. Da wir hier auf 73 sind, das wird natürlich noch deutlich höher gehen, denke ich mal. Ich gehe hier so auf 72. Und wir mal schön auf diesen Punkt ausrichten. 60, 60, 60, 71, 72, zack. Und Quick Save. Und ja. Ich würde sagen, ich guck mal kurz, wie viel Zeit wir noch übrig haben. Der Timer sagt gar keine Zeit mehr. Aber ich denke mal, da mein Timer ja, da ich den nicht gestoppt habe, wo ich Quicksave und so neu gestartet habe, werden wir bestimmt noch etwas Zeit haben. Ich fülle jetzt erstmal den Tank hier wieder auf. Der war ja nur, gut, eigentlich hätte man glaube ich gar nicht gebraucht, der war ja nur so als kleine Unterstützung. Aber eventuell werden wir ihn dann noch brauchen, wenn wir da halt in der Atmosphäre von dem Planeten sind. Oder erstmal um da hinzukommen nach Duna. Wir haben jetzt hier aber wunderbar ein Orbit geflogen. Haben vielleicht etwas mehr Fuel verbraucht, als hätte eigentlich sein müssen. Ja, jetzt läuft mein Fraps auch wieder halbwegs stabil. Und ja, ich hoffe einfach, euch hat der Part gefallen.
wünsche euch noch viel Spaß beim, was immer auch gerade macht. Ich werde diese Rakete dann zum Download stellen, wenn wir mit dieser Rakete auch wirklich bis nach Duna gekommen sind. Und wenn wir denn in diesem Part nicht bis dahin gekommen sind, dann stelle ich sie dann zum Download, wenn dann die Kommentare unter dem Video sind, wir möchten sie trotzdem haben, dann natürlich. Aber ansonsten gibt's die erst im nächsten Part, wenn wir denn hoffentlich erfolgreich oder auch ja erfolgreich auf Duna gelandet sind. Und naja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Und viel Spaß beim, was immer ihr auch gerade macht. Bye bye.